Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der UNC, der Uwe Nerf Community. Ich bin der König und das ist unser kleines, schnelles Mod-Video zur Nerf Rival Fate XXII 100. Kleine Einschüsse aus der Rival-Serie aus dem Jahr 2022, die wir mit einem simplen Feder-Upgrade mehr Leistung verpassen. Warum mache ich so ein bisschen Airquotes unter simpel? Es ist nicht ganz so simpel bei dem Blaster. Und deswegen findet ihr auch bei Out of Dart so diese kleine Bemerkung bei deren Verkauf der Feder: Das ist was für erfahrene Modder. Na, nach diesem Video könnt ihr das eigentlich auch. Und dann seid ihr Kategorie erfahrener Modder. Zumindest laut Out of Darts. Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Da sind wir auf der Werkbank angelangt. Hier ist die Nerf Rival Fate. Hier ist meine K25. Entschuldigung, die K25. Etwas größerer Durchmesser. Zum Vergleich, hier habe ich eine K26. Also nicht von der Länge irritieren lassen, das ist egal. Die dünner, die dicker. K26. K25. Wir packen eine K25 rein. Ja, die hat ein bisschen mehr Power, aber bei Rival, da ist eigentlich hiermit meistens schon Schluss. Also man kann noch mehr machen, aber dann wird es horrend ungenau. Wir wollen da noch ein bisschen das Treffen, was wir anvisieren. Also, nächster Step, Blaster aufmachen und dann gucken wir uns an, wie wir dieses Ding, die Hälfte hiervon besser gesagt, da reinkriegen, ohne dass uns der Plunger-Kopf um die Ohren fliegt. Denn der ist geklipst und nicht geschraubt. Und das macht die Sache sehr tricky. Für den ersten Mod vielleicht nicht zu empfehlen. Auch wenn es die Nightfinder der Rival-Klasse ist. Legen wir los. Wie immer, erster Step ist das Zerlegen des Blasters. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Schrauben, wie ich gerade sehe. Na, dann schrauben wir los, oder? So, vorsichtiges Öffnen. Ich hoffe, es liegt mir nichts Vitales aus dem Blaster raus. Das hätte vielleicht drin bleiben können. Oder auch nicht. Tada! Standbildvergrößerung. So sieht der Blaster Vormod aus. Ich passe jetzt auf, dass mir hier keinerlei Feder raushüpft. Das hier ist echt so ein Kandidat, die schnackt einem hier durch die Gegend und dann ist er weg. Und auch das hier so bleibt. Ich mache schnell ein Foto, mache ich immer bei sowas. Und dann lenken wir mal unsere Tuning-Feder ab. So, das Erste, was ich mache, ist, ich entspanne mal diese Feder hier. Weil die ist echt so ein Kandidat, die hüpft mir sonst weg. Gut, dran geblieben. Und dann habe ich hier oben unsere Catch-Feder. Die ist auch so ein Kandidat. Die hüpft gleich hier nach vorne weg. Also das hebe ich mal hier vorsichtig an. Finger davor. Ah, so, und jetzt lege ich sie mir mal hier vorsichtig beiseite. Das sieht hier so ein bisschen aus wie in der Kronos fast. Das hier fummeln wir nachher wieder zusammen. So, jetzt können wir das ganze Ensemble hier eigentlich ganz gut rausheben. Jetzt so ein bisschen Vorkompression, aber nicht so viel. Das nach hinten ziehen. Das auch. So. Das machen wir gleich wieder an Ort und Stelle hier. Plastikfeder. Nee. Gut. Das ist schon eine ganz ordentliche Feder, muss ich sagen. Da gucken wir noch mal. Ich schaue mal ganz kurz nach, was so die bekannten Quellen empfehlen. Ich glaube, Captain Xavier hat noch kein Mod-Video dazu gemacht, halt, aber ich würde mal so spontan sagen, ähnlich wie bei einer Takedown oder einer Kronos, 8 bis 9 von diesen Windungen sollte es sein. Mal gucken. Wir fangen, glaube ich, mal mit so 8,5 an. Ich glaube, das ist ganz gut. Moment. Zack, da hätten wir sie gekürzt auf unsere knappe, gute 8 Windungen. Von hier aus gezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. Ich habe mich verzählt. Das wäre nicht gut. Wir gucken mal. Von der Länge her müsste es eigentlich passen. Wir schauen mal, was passiert. So, damit ich jetzt diese Feder abkriege, macht man das folgendermaßen. Dieser Catch-Bereich, der muss gut halten, also da, wo diese Aussparung ist. Das da. Das,
darf nicht beschädigt werden. Sollte nicht. Also, Federn ein Stück runterziehen, mit einer stabilen Zange das Ganze nehmen und hier oben diese Feder greifen. Gut festhalten und dann über den Plungerstab hier zwingen. Zack. Und dann kann man die hier so mit einer Drehbewegung weiter abschrauben. Sieht man das? Schrauben, Schrauben, Schrauben. Aufpassen, dass nichts beschädigt. Schrauben, 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 Schrauben. Wenn man das entsprechend vorsichtig gemacht hat, ist die Feder danach noch gut in einem anderen Blaster benutzbar. Jetzt passe ich auf, dass ich in diesem Bereich hier nichts kaputt mache. Klack. Und schon ist er ab, ohne dass wir das Ding demontieren müssen. Um die Tuning-Feder drauf zu kriegen, gibt es einen kleinen Trick. Wir nehmen unseren nackigen Stab hier, wir nehmen die Tuning-Feder. Das Ende möchte ich ganz gerne auf diese Seite kriegen. Dazu setze ich das dann hier so an dieser dünneren Stelle so vorsichtig an, drücke das hier drüber. So, und jetzt muss ich es einmal mal zurückdrehen, damit ich das hier ein bisschen aufgespalten kriege. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Jetzt drehen, dass der drunter kommt. Oh. Zack. Jetzt ist er drin. Puh, das ist nicht einfach, ne? So, und jetzt genau wie beim Reinschrauben oder Abschrauben, schraube ich es wieder drauf. Passt euch auf, dass ihr euch nicht in den Finger schneidet mit dem Ding. Wir drehen, 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 drehen. Klack. Nix absägen oder sowas. Gewusst wie. So, und dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Zum Einbau achtet darauf, dass der Catch wieder nach oben zeigt hier. Ne, das Glatte auch. Und dass der in dieser Position hier ist. Also verdrehen kann er sich eigentlich nicht. Etwas anheben. Feder hier hinter. Das wieder runterdrücken. Catchfeder nicht vergessen. Die kommt hier oben drauf. Machen wir gleich hier hinter diesen kleinen Nupsi. Na, mal gleich erst. So, ich mache einmal kurz erstmal diese Feder hier dran. So, die ist dran. Cagefeder ist drin. Hauptfeder ist drin. Das ist alles wieder an Ort und Stelle. Wir können das Gehäuse draufschrauben. So, ich schraube das eben schnell zusammen. So, Blaster zusammen. Probieren wir mal aus. Hui, hat deutlich mehr Druck. Reach ist offen. Ball rein und ja. Au! Ja, gefühlt ordentlich. Wir gucken, was das Kroni sagt. Wir testen die Fate mit der neuen Tuning-Feder. Mal gucken, was das Ding so kann. $117,600. $122,800. $113,100.
119,8 und 119. Ich würde sagen, das reicht uns. Das ist Power. Ab in den Garten mit dem Ding. So, das hat gar nicht mal so lange gedauert. Wie gesagt, wenn man sowas öfter macht, dann geht das ein bisschen zügiger. Also ich habe da jetzt keinen ganzen Abend dran gesessen, mehr so einen halben Abend, nicht mal. Aber ein bisschen Video schnibbeln ist ja auch dabei. So, wir packen das Ding jetzt hier im Garten mit die Schussbahn, jagen wir eben schnell 5 Originalreibewelle durch und dann gucken wir, was der Blaster jetzt mit der neuen Leistungsspritze so kann. 120 FPS, das ist eine ordentliche Nummer gegenüber den knappen 90, die er vorher hatte. So, Originalreibewelle, Ziel wie immer, unsere Garagentür. Wir schauen mal. Boom. Zieht ganz leicht nach oben. Der war kerzengerade, aber leider daneben gehalten. Bäm. Richtig Zunder. Zack. Taschenrakete. Wir gehen einsammeln. Beim Einsammeln kommt hier erstmal nichts. Hier vorne kommt ein Ball, der liegt bei der 15 Meter Marke, aber er ist bis zur Tür gedrutzt, dagegen geknallt und hier den ganzen Weg wieder zurückgerollt. Nicht irritieren lassen. Auch der hier bis zur Tür liegt jetzt bei 17,50 Meter wieder zurückgerollt. Der hier, halber Meter neben der Tür, 20 Meter Marke. Der hier, rechts in den Busch neben der Tür eingeschlagen, 19 Meter Marke. Und einer fehlt uns noch. Wo ist der geblieben? Der war, glaube ich, auch hier vorne irgendwo. Wo ist er hin? Hier ist der. Also der ist nicht hier vorne im Boden eingeschlagen bei 13 Metern, sondern auch der ist bis nach ganz hinten wieder zurückgerollt. Also ja. Die Einsammelei ist sehr verfälschend, aber ich sag mal so, Leistung sehr ordentlich, Genauigkeit nicht unbedingt besser als vorher, aber für ein Mann hohes Ziel in der Entfernung prinzipiell gut. Und damit wäre es Zeit für ein Fazit über die gemoddete Nerf Rival Fate. Ja, wie soll ich sagen, hat gar nicht so lange gedauert, halber Abend und dann ist das Thema durch. Das Schwierigste war tatsächlich, die Feder richtig abzulenken. Und ja, die da drum zu wickeln. Aber jetzt seid ihr alle erfahrene Modder. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Und nein, da muss man nichts absägen, dann nichts wieder dran schrauben oder kleben oder irgendwie ersetzen. Gewusst wie, dann geht das auch. Jetzt wisst das. So macht es dem Besitzer des Teils hoffentlich demnächst eine Menge Spaß. Und ich hoffe, ich sehe das Ding in absehbarer Zeit bei einem Ü18-Battle bei uns. Und würde sagen, bis dahin, man trifft sich.